Schönen guten Tag. Heute fangen wir an mit der Beschäftigung mit dem Auge. Und zwar geht es diese Woche und die nächsten beiden Wochen um die Anatomie und Physiologie des Sehsystems. Das heißt, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Teil des Auges, der also sehr wohl eine Ähnlichkeit mit der Kamera hat. Und dann in den darauf folgenden Wochen gucken wir uns an, wie unsere Wahrnehmung diese Strukturen nutzt, um zu Wahrnehmungseindrücken zu gelangen, um Bewegung, Tiefe, Farbe und so weiter zu sehen. Zunächst also geht es darum, wie aus dem Licht Aktionspotenziale werden. Das heißt, wie wird aus elektromagnetischer, physikalischer Energie, elektrische Energie sozusagen die Sprache unseres Nervensystems. Und das Licht kommt im Allgemeinen nicht nur von oben, sondern in der Regel draußen von der Sonne. Hier gibt es auch künstliche Beleuchtungen. Und das Licht kommt meistens nicht direkt ins Auge, sondern es wird von Objekten reflektiert und gelangt dann von den Objekten ins Auge. Das heißt, auf die Art und Weise hilft uns das Licht, dann letztlich Eigenschaften dieser Objekte zu erschließen. Im Auge findet dann, zunächst mal eine Vorverarbeitung in dem Sinne statt, dass da ein scharfes Bild generiert wird. Das heißt, das Licht fällt nicht direkt auf die Fotorezeptoren, so wie es wäre, wenn jetzt die Rezeptoren meinetwegen einfach an der Haut angebracht wären, kann man sich ja auch vorstellen, sondern durch den optischen Apparat des Auges wird auf der Netzhaut, da wo die lichtempfindlichen Sensoren sind, ein Bild der Umwelt erzeugt. Und dieses Bild hat natürlich einen großen Vorteil gegenüber einfachen lichtempfindlichen Sensoren, wenn die jetzt meinetwegen an der Hautoberfläche angebracht sind. Ja. Die werden zwar dann immer noch lichtempfindlich, das heißt, ich wüsste immer noch, ob jetzt irgendwie Licht da ist oder nicht, ja. Aber ich könnte keine Rückschlüsse ziehen über Objekte, weil einfach kein Bild entsteht. Und im Laufe der Evolution waren tatsächlich erst diese lichtempfindlichen Sensoren da und dann hat sich die Haut da drüber gestülpt und dann ist sowas wie eine Lochkamera entstanden. Und das war dann schon also ein ganz, ganz massiver Vorteil. Also die Tiere mit den Augen, die hatten einen Vorteil gegenüber den Tieren, die es da noch gab, im Kambrium vor 500 Millionen Jahren, die keine Augen hatten. Die konnten die nämlich leicht fressen. Und von daher hat sich das Auge sehr, sehr schnell durchgesetzt in der Evolution und in dem Zeitpunkt hatten dann irgendwann alle Tiere Augen. Was ich dann hier erzählen werde, wie es weitergeht, ja, hier auf der Netzhaut wird dann Licht in Aktionspotenziale umgewandelt, es wird dann weitergeleitet über den Thalamus, das haben wir letztes Mal schon gehört, in den primären visuellen Kortex. Das ist hier die Region des Gehirns, die visuelle Signale empfängt. Und diese Prinzipien, ja, dass es sowas wie eine Vorverarbeitung gibt und dann diese Umwandlung, die sogenannte Transduktion in elektrische Signale, die Weiterleitung in den Thalamus und dass es hier so eine spezialisierte Region im Gehirn gibt, die eben für Signale, die ganz, ganz spezifisch von einem Sinn kommen, zuständig sind, das gilt für alle Sinnessysteme. Das sind wirklich allgemeine Prinzipien. Und man kann sich auch sehr gut vorstellen, also wenn in den Sinnesorganen die physikalischen oder chemischen Reize übersetzt werden in Aktionspotenziale und die Aktionspotenziale zum Gehirn geleitet werden und so ein Aktionspotenzial ist einfach nur eine kurze Spannungsänderung, woher soll das Gehirn dann wissen, ob das jetzt
dieses Aktionspotenzial auf einen Lichtreiz oder auf einen Schallreiz oder sogar auf einen Druck auf die Haut zurückzuführen ist. Ja? Am Aktionspotenzial selbst kann man das nicht mehr erkennen. Aber wenn jetzt einfach alle Aktionspotenziale, die vom Auge kommen, in eine bestimmte Region gelenkt werden und die vom Hören in eine andere Region und die von der Haut in noch eine andere Region, dann ist es vollkommen klar für eben die Neurone in diesem Bereich, wo die jeweilige Stimulation herkommt und wie sie zu interpretieren ist. Und dann auf späteren Ebenen kann es dann durchmischt werden, sodass man eben dann nicht nur sieht, dass meine Finger jetzt auf die Tischplatte klopft, sondern das auch gleichzeitig hört und man das dann sozusagen multisensorisch kombinieren kann. Hier ist nochmal ein Blick, der ein bisschen genauer den Aufbau des Sehsystems darstellt. Also die Information gelangt, die elektromagnetische Strahlung gelangt hier auf die Netzhaut, dort wird sie umgewandelt in Aktionspotenziale und die laufen dann über die Sehnervkreuzung zum Thalamus und von dort in den visuellen Kortex. Wie das genau verschaltet ist, sehen wir uns nächste Woche noch an. Zum Thalamus habe ich schon gesagt, da findet eine Vorverarbeitung statt und lange Zeit wusste man wirklich überhaupt nicht, was diese Vorverarbeitung überhaupt soll. Und inzwischen ist aber klar, dass diese Stufe ganz, ganz wichtig ist für die Auswahl von Reizen. Und der Grund, warum das im Thalamus jetzt so wichtig sein kann für die Auswahl von Reizen, für die Auswahl, welche Bereiche im Gesichtsfeld jetzt besonders wichtig sind, welchen Bereichen Aufmerksamkeit geschenkt wird, liegt einfach daran, dass diese Straße von der Netzhaut zum Thalamus, das ist eine Einbahnstraße. Es gibt Axone, die laufen von den Ganglienzellen hier zu den Zellen im Thalamus. Es gibt keine Axone, die vom Thalamus zurücklaufen in die Netzhaut. Es gibt aber nicht nur Axone jetzt, die von Zellen im Thalamus zum visuellen Kortex laufen, sondern es gibt mindestens genauso viele Axone, die zurücklaufen. Das heißt, im Thalamus kann jetzt praktisch von oben herab zum ersten Mal Einfluss genommen werden, welche Signale jetzt betont werden sollen und welche anderen vielleicht abgeschwächt werden sollen. Das ist eine ganz besonders wichtige Rolle hier im Thalamus. Die Signale gelangen dann hier in den visuellen Kortex. Hier ist auf der Seitenansicht des Gehirns, sieht man das ein bisschen deutlicher hier, Okzipitallappen, Hinterhauptslappen. Und da ist der primäre visuelle Kortex. Das heißt, da gelangen die Eingangssignale hin. Und im primären visuellen Kortex, da werden zum ersten Mal dann Merkmale, komplexere Merkmale dieser Bilder analysiert. Ja. Da gibt es Neurone, die sind selektiv für Kanten. Die reagieren nur, wenn irgendwo eine Kante ist oder eine Linie oder eine Ecke. Aber im Prinzip ist diese Verarbeitung hier noch relativ einfach. Und in den sogenannten extrastriären Arealen, den Arealen, die jetzt nicht zum primären sensorischen, in dem Fall visuellen Kortex gehören, da finden komplexere Verarbeitungen statt. Hier im Temporallappen, da geht es hauptsächlich um die Objekterkennung. Das heißt, da werden diese Kanten- und Oberflächenbilder ausgewertet und da wirklich festgestellt, ob da bestimmte Objekte enthalten sind. Und die Neurone, die hier sitzen, die sind empfindlich. Zum Beispiel, da gibt es Neuronen, die feuern, wenn man ein Gesicht sieht, die feuern, wenn man ein bestimmtes Gesicht sieht, die feuern, wenn man wenn man meinetwegen ein Auto sieht. Ja? Das sind so sehr, sehr spezifisch. Das Problem, das man jetzt noch hat in der Erkundung des Sehsystems, ist, man weiß noch nicht, wie man hier von diesen einfachen Neuronen zu diesen ganz, ganz spezifischen Neuronen kommt. Ja? Also hier gibt es ein paar Synapsen zwischen dem Bereich und dem Bereich, aber was da genau gemacht wird,
das wüsste man allzu gerne. Im Parietalbereich, also im Scheitellappen, da findet man Neurone, die sind eher wichtig, um zu erkennen, wo sich Objekte im Raum befinden und wo man sich selbst relativ zu diesen Objekten befindet. Das heißt, die sind viele von den Arealen im Parietallappen, die sind auch mit beteiligt, wenn man Objekte ergreifen will oder drauf zeigen oder irgendwas mit der Umwelt machen will. Und im Frontallappen, da wird schließlich diese Information über das Wo und das Was zusammengeführt und da werden dann die Entscheidungen getroffen, was man jetzt als nächstes macht. Ob ich ihn jetzt hier zu Demonstrationszwecken dieses Objekt in der Hand halte oder ob ich die Wasserflasche in der Hand halte und dann vielleicht auch noch trinke. Solche Entscheidungen laufen hauptsächlich im Frontallappen ab. Und im Frontallappen wird auch dann wieder die Motorik angesteuert, um eben Bewegungen auszuführen. Jetzt fangen wir aber erstmal an, ganz hier von vorne mit dem Auge und der Anatomie des Auges. Von außen, wenn man sich so ein Auge ansieht, dann sieht man hauptsächlich die Teile, die nicht so wichtig sind. Ja. Das ist ja das hier oben, das ist nicht ein Igel, sondern soll ein Auge sein. Da sehen Sie die Iris, die Pupille, das ist praktisch die Öffnung, durch die das Licht ins Auge gelangt und eben die Hornhaut. Wenn man hier im Querschnitt drauf sieht, ja, dann sieht man hier, dass hier vorne die Kornea, die Hornhaut, das ist mehr oder weniger die Schicht, die am meisten zur Lichtbrechung beiträgt. Und dahinter ist hier die Linse, dann setzen hier verschiedene Muskeln an und hier hinten auf der Netzhaut, also auf dieser ganz dünnen Schicht hier, da entstehen dann scharfe Bilder der Umwelt. Und wie diese Bilder entstehen, warum, wie die scharf sein können, das gucken wir uns dann noch genauer an. Ich habe schon gesagt, dass dieser abbildende Teil, ja, diese Ausstülpung hier, der ist ein ganz, ganz großer, wichtiger, evolutionärer Vorteil. Was bei Primaten und bei uns, vor allen Dingen bei uns Menschen auch sehr, sehr wichtig ist, das sieht man hier nur, das sieht man nicht von außen, sondern das sieht man hier nur in dieser schematischen Zeichnung. Das sind hier Muskeln. Ja. Am Auge setzen Muskeln an, die das Auge bewegen können. Die können das Auge rotieren. Und zwar also nach links, rechts, oben, unten und dann auch so torsional, also rotieren. Und diese Augenmuskeln sind ganz, ganz wichtig aus dem einfachen Grund, dass unser Sehsystem sehr spezialisiert ist und wir nur in einem ganz, ganz winzigen Bereich richtig scharf sehen können. Und dieser Bereich, der ist ungefähr so groß wie Ihr Daumennagel, wenn Sie den Arm ausstrecken. Das heißt, in dem Bereich, da können Sie wirklich lesen zum Beispiel. So kleine Texte, Skript oder auf dem Bildschirm. Und wenn Sie den Daumennagel über den Text halten, dann werden Sie sehen, dass Sie dann eigentlich den Text um den Daumen rum schon nicht mehr erkennen können. Das heißt, die Sehschärfe ist nur in diesem zentralen Bereich wichtig, richtig gut. Und es wäre natürlich ein bisschen schwierig, jetzt mit so einem ganz, ganz kleinen Bereich rumzulaufen, den wir nur sehen können. Ja? Und die Augenbewegungen helfen uns, diesen Bereich praktisch über das ganze Gesichtsfeld zu ganz, ganz schnell zu bewegen. Die Augenbewegungen sind rasant und extrem exakt, aber darauf kommen wir zurück in der Vorlesung, wo es um Handlungssteuerung auch geht. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Im Folgenden werde ich viel auf die Fovea eingehen, eben diese Stelle des schärfsten Sehens. Und zu der Fovea gehört praktisch als komplementäres Designprinzip diese Muskeln dazu, die dann eben die Fovea ganz schnell über die Szene bewegen können. Und das absolut Spannende ist, dass wir es gar nicht merken,
dass wir nur in einem kleinen Bereich ganz, ganz scharf sind und im restlichen Umfeld eigentlich eine sehr, sehr schlechte Qualität, optische Qualität haben. Das wird irgendwie kompensiert. Das denkt sich unser Sehsystem sozusagen dazu. Der andere Aspekt, den habe ich in der ersten Woche schon betont, ist, dass hier die Netzhaut ganz einfach zweidimensional ist. Ja, das ist wirklich, kann man sich vorstellen, das ist ein Stückchen Haut, das da hinten das Auge auskleidet. Und die dreidimensionale Welt wird auf diese zweidimensionale Bildebene abgebildet. Und die Größe in der Welt, die muss aus diesem Signal dann wieder berechnet werden. Aber das heißt auch, dass in Bezug auf Größe das einzige wichtige Eingangssignal für unser Sehsystem der Winkel ist, den so ein Objekt einnimmt. Das ist der sogenannte Sehwinkel. Und da der Sehwinkel noch öfter eine Rolle spielen wird, gehen wir jetzt mal ganz kurz durch ein bisschen Trigonometrie, das wir aus der 7. oder 8. Klasse noch kennen. Das heißt, wenn ich jetzt berechnen will, wie groß so ein Objekt auf die Netzhaut abgebildet wird, dann muss ich einfach den Winkel, also die Größe des Objekts haben, zum Beispiel eben der Daumen. Sagen wir mal, der ist 2 cm breit und hat einen Abstand von 60 cm, so ungefähr bei ausgestreckten Armen. Welchen Sehwinkel nimmt der Daumen dann ein? Ja, den kann ich einfach, indem ich den Arcus tangens mir davon nehme, dann komme ich auf ungefähr 2 Grad. Das heißt, wenn das G hier 2 cm wären und das hier 60 cm, was natürlich im Maßstab vollkommen daneben ist, dann wäre dieser Winkel hier 2 Grad. Und genauso kann ich mir jetzt berechnen, wie groß jetzt das Objekt auf der Netzhaut ist, indem ich ihm dann statt der Armlänge den Abstand der Bildplatte, also der Netzhaut vom Zentrum des optischen Apparats, also von der Linse, nehme. Und dieser Abstand, das weiß man, so groß ist ungefähr das Auge, ist ungefähr 18 mm. Und wenn man das dann einsetzt, dann ist die Bildgröße 0,6 mm. Das heißt, der Daumen, der wird abgebildet auf einem Bereich, der ist ungefähr 0,6 mm groß in ihrem Auge. Es ist also alles ganz, ganz winzig und klein. Und diese Größe von den 0,6 mm oder diese ungefähr 2 Grad Sehwinkel, die entsprechen ungefähr der Größe der Fovea. Das heißt, dieser Stelle des schärfsten Sehens. Es gibt auch noch ein paar andere Landmarken sozusagen. Also man kann zum Beispiel den Mond, wenn Sie sich den Mond ansehen und wenn Sie sich die Sonne ansehen würden, Sie sollten nicht direkt in die Sonne gucken, aber dann ist das Netzhautbild, das vom Mond und von der Sonne erzeugt wird, ungefähr gleich groß. Dann kann man sich jetzt fragen, was sieht größer aus? Ja? Und um die Größe zu errechnen, muss unser Sehsystem Informationen haben über die Distanz von Objekten. Und die Information über die Distanz, die kann unser Sehsystem sehr gut einschätzen, wenn es Bezugspunkte gibt. Ja, zum Beispiel hier in dem Raum kann ich sehr gut einschätzen, dass die Personen hier vorne näher an mir dran sind, als wie die Personen hier hinten. Wenn ich allerdings absolut keine Bezugspunkte habe, wie zum Beispiel, wenn ich ins All gucke und mir und dann Mond und Sonne sehe, dann funktioniert das nicht mehr. Dann setzt unser Sehsystem einfach sozusagen die maximal mögliche Distanz ein und die ist dann für Mond und Sonne gleich und darum sehen Mond und Sonne ungefähr gleich groß aus, wenn man sie ansieht, aber die Distanzen sind natürlich massiv unterschiedlich, ja. Aber das ist für unser Sehsystem dann nicht mehr zugänglich. Da scheitert die Größenkonstanz. Gut, jetzt die Frage ist jetzt, wie unser Sehsystem eben hier
eine scharfe Abbildung auf der Netzhaut erreichen kann. Und dazu müssen einfach die Lichtstrahlen, wenn die hier zum Beispiel parallel von unendlich weiten Objekten kommen, gebrochen werden, sodass sie hier zusammentreffen an diesem einen Punkt. Und das optische System im Auge, das besteht aus der Hornhaut hier und der Linse. Und das Interessante ist also, dass die Hornhaut wirklich den größten Teil der Brechkraft liefert. Der Brennpunkt hier hinten, das ist der Punkt, an dem die Strahlen dann gebündelt werden. Und Brennpunkt, das weiß ich nicht, ob Sie schon mal mit einer Lupe, wenn die Sonne scheint, die Strahlen gebündelt haben auf dem Blatt Papier, das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes der Brennpunkt. Ja? Man kann das bis zum Brennen erhitzen damit. Und je stärker jetzt die Brechkraft dieses optischen Apparats, desto näher ist dieser Brennpunkt an dem Zentrum der Optik hier dran. Und die Brechkraft von so einem optischen System wird in Dioptrien angegeben, das ist einfach 1 über die Brennweite. Und wie hoch ist jetzt die Brechkraft des Auges, wie hoch oder wie groß ist die Brennweite? Naja, das Auge hat eine konstante Größe. Das heißt, das Bild, das muss immer hier diese 17 oder 18 mm hinter der Hornhaut entstehen. Sonst wird es hier nicht scharf abgebildet. Das heißt, die Brechkraft des Auges ist hier 1 dividiert durch 0,017. Das sind die 17, 18 mm in Metern. Und die Brechkraft ist dann entsprechend ungefähr 59 Dioptrien. Jetzt habe ich schon gesagt, das meiste dieser Brechkraft wird von der Hornhaut erbracht. Und die Frage ist, wieso brauchen wir dann überhaupt noch diese Linse hier? Und der Grund dafür ist, dass wir ja nicht nur Objekte scharf auf der Netzhaut abbilden wollen, die unendlich weit weg sind, sondern es wäre auch schön, wenn wir Objekte scharf abbilden können, die näher an uns dran sind. Ja? Und dazu muss irgendwas verändert werden. Bei einer Kamera würde man den Abstand von der Linse zum Film verändern. Beim Auge geht es nicht. Also die Größe des Auges ist konstant, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie wir können die Linse verändern, um die Brechkraft zu erhöhen. Also, hier ist nur noch aufgeführt, normalerweise beträgt die Brechkraft des Auges 59 Dioptrien, wenn man in die Ferne guckt. Und die fundamentale Linsengleichung besagt jetzt einfach, dass 1 über die Brennweite gleich 1 durch den Bildabstand, das wäre ein Abstand des Bilds im Auge, also es sind diese 18 mm, und plus 1 durch O ist, wobei O der Objektabstand ist. Und wenn jetzt die Objekte unendlich weit weg sind, ja, dann wird dieses 1 über O unendlich klein, dann kann man das weglassen und das heißt, dann die 1 durch F ist gleich 1 durch I und dann passt alles. Wenn jetzt der Bildabstand, der soll immer gleich sein, wenn wir jetzt den Objektabstand verändern, so zum Beispiel, dass der 20 cm ist, dann muss die Brechkraft entsprechend erhöht werden, ja, weil dann 1 durch O eben den Wert 5 ergibt, also 1 durch 0,2. Und wir müssen jetzt die Brechkraft um 5 Dioptrien erhöhen. Und das Gute an unserem Auge ist, dass unser Auge das kann. Und das habe ich schon gesagt, das erfolgt durch eine Veränderung der Form der Linse. Das heißt, hier, wenn die Strahlen von unendlich weit wegkommen, dann ist die Linse relativ abgeflacht. Und wenn die
wenn das Objekt jetzt nah ist, dann wird die Brechkraft erhöht, indem die Linse die Form ändert und runder wird. Sie können sich die Notwendigkeit dieser Erhöhung der Brechkraft leicht demonstrieren, wenn Sie ein Objekt in der Ferne fixieren und dann irgendwie so eine Bleistiftspitze, irgendwas ganz was Feines, sich vor das Auge halten, ungefähr in 20 cm Entfernung, am besten ein Auge zumachen, und dann werden Sie erkennen, dass die Bleistiftspitze eben dann unscharf ist. Und wenn Sie aber dann die Bleistiftspitze fixieren, dann sollte sie eigentlich wieder scharf abgebildet werden. Die Linse, jetzt werden Sie vielleicht fragen, okay, man hat diese flache Linse, und wie kriege ich jetzt die rund? Ja, also da müsste ich ja auf der Seite drücken, damit die irgendwie gestaucht wird. Ja, und das kann man sich eigentlich in so einem biologischen System schlecht vorstellen. Ja, es ist genau umgekehrt. Also die normale Form der Linse, wenn man die aus dem Auge rausnehmen würde, das ist die runde. Und es gibt Fasern an der Linse, die ziehen die praktisch glatt. Und dann gibt es wieder Muskeln, die an diesen Fasern ansetzen, und wenn die Muskeln, die Ziliarmuskeln, kontrahiert werden, dann entlasten diese Zonulafasern, die Linse normalerweise glatt ziehen. Die Akkommodation oder die Einstellung auf die Weite und die Ferne, die klappen natürlich nicht immer, wie Sie wissen, weil einige von uns auch Brillen tragen. Also im Normalzustand ist das Auge emmetrop, da kann das perfekt akkommodieren. Es gibt aber auch Fälle, in denen Personen weitsichtig sind. Da ist es so, dass Objekte in der Weite trotzdem noch scharf auf der Netzhaut abgebildet werden, aber Objekte, die nah sind, dafür reicht die Brechkraft der Linse nicht mehr aus und die werden hinter der Netzhaut scharf abgebildet. Das heißt, das Bild, das auf der Netzhaut ist, das ist dann entsprechend unscharf. Man kann es aber dann leicht korrigieren, indem man einfach noch zusätzliche Brechkraft mit dazu nimmt durch so eine konvexe Linse. Bei der Kurzsichtigkeit ist es genau umgekehrt. Da werden Objekte, die weit weg sind, vor der Netzhaut scharf abgebildet, und wieder ist das Bild auf der Netzhaut unscharf, und das kann man eben auch wieder leicht korrigieren. Diese Fehlsichtigkeiten, die entstehen, weil nicht unbedingt, weil mit der Linse was ist, sondern meistens, weil der Augapfel sich nicht perfekt an die Linse anpasst im Laufe der Entwicklung. Das heißt, hier bei der Weitsichtigkeit ist der Augapfel meistens ein bisschen zu kurz, bei der Kurzsichtigkeit ist der Augapfel meistens ein bisschen zu lang. Und man muss sich das vorstellen, also wir sehen ja schon, wenn wir zur Welt kommen, da sehen wir zwar noch nicht so gut, aber das Auge wird ja größer im Laufe der Entwicklung. Ja? Der Augapfel, der wächst, und die Linse, der muss sich da praktisch, Linse und Augapfel müssen perfekt zusammenpassen. Und es hat sich inzwischen gezeigt, also dass diese Unschärfe, die entsteht, die kann dann praktisch das Wachstum des Augapfels steuern. Und das heißt, man sollte dann auch in der Entwicklung nicht zu früh schon eine Brille tragen, sondern erstmal abwarten, ob das nicht das Sehsystem von selber noch korrigieren kann. Die Kurzsichtigkeit ist gerade in modernen Zeiten ein ganz, ganz interessantes Phänomen, weil es immer häufiger der Fall ist, dass Personen kurzsichtig sind. In manchen asiatischen Ländern sind ja schon über 80% der Jugendlichen kurzsichtig. Und man fragt sich, wie sowas zustande kommen kann. Und da gibt es also einige Faktoren, die dazu beitragen. Also ein Teil davon ist angeboren, das heißt, wenn ihre Eltern kurzsichtig sind, dann haben sie auch eine größere Wahrscheinlichkeit, kurzsichtig zu sein. Aber es hängt auch ganz viel davon ab, wie viel Zeit man im Freien verbringt.
Leute, die in der Stadt aufwachsen, sind häufiger kurzsichtig als Leute, die am Land leben. Und also man hat schon lange gewusst, dass es irgendwas damit zu tun hat, wie viel man jetzt irgendwie rauskommt. Aber so richtig erklären konnte man sich's nicht. Und vor ein paar Jahren hat ein Tübinger Forscher ganz, ganz tolle Experimente gemacht, in denen er dann letztlich beweisen konnte, dass es wirklich Licht ist, das unser Auge braucht, um hier das Wachstum des Augapfels zu kontrollieren. Und mit Licht ist ihm jetzt nicht gemeint, diese schwachen Funzeln, die wir in Innenräumen in der Regel haben, sondern wirklich das Licht, das draußen ist. Das ist ungefähr ein Faktor von 100 stärker ist als wie die normalen Innenbeleuchtungen. Und das heißt, man muss einfach viel draußen sein, dann wird man nicht kurzsichtig. Aber obwohl man es jetzt weiß, wird es wahrscheinlich nicht viel ändern, weil die Kinder einfach vermutlich doch immer weniger Zeit draußen im Licht verbringen. Im Alter, das betrifft jetzt eigentlich nur mich, da gibt es noch eine weitere Form der Fehlsichtigkeit, also man braucht dann eine Lesebrille. Und das liegt daran, dass die Flexibilität der Linse im Alter sinkt und damit auch die Akkommodationsfähigkeit. Das heißt, sie kann sich nicht mehr so stark abrunden. Und das heißt dann, dass nahe Objekte dann irgendwann nicht mehr scharf abgebildet werden können. Und dieser Punkt, an dem nahe Objekte noch scharf abgebildet werden können, das ist der sogenannte Nahpunkt. Und den können Sie sich selber auch veranschaulichen, indem Sie jetzt wieder eine Bleistiftspitze oder die Fingerspitze auch nehmen, ein Auge zumachen und wenn Sie die dann so 20, 30 Zentimeter vor das Auge halten, dann sieht das alles sehr schön scharf aus. Und dann gehen Sie näher ran und näher und näher und irgendwann wird es ein bisschen verschwommen. Ja? Das ist dann Ihr Nahpunkt und der wird bei Ihnen so um die 20 Zentimeter liegen. Und im Alter geht der Nahpunkt dann immer weiter weg. Und das Fatale dran ist dann, also wenn man 40 wird, dann ist er so 25 Zentimeter, ja, das ist so immer noch eine gute Lesedistanz, dann denkt man sich, ach, das Alter mit dieser Altersweitsichtigkeit und so, das betrifft mich nicht. Bei mir, ich kann jetzt, bin 40, kann immer noch ganz toll lesen. Und dann, also es ist, dann wird man 50 und irgendwann geht dieser Nahpunkt aus dieser, irgendwann kann man die Hand nicht mehr weit genug ausstrecken, damit der Text noch klar ist. Und irgendwann ist der Text dann auch so klein, dass man aus anderen Gründen nicht mehr sehen kann und dann braucht man die Lesebrille. Okay, also so viel zur Optik. Das heißt, wir haben jetzt auf der Netzhaut ein scharfes Abbild. Und jetzt wollen wir das übersetzen in die Sprache des Gehirns, in Aktionspotenziale. Und nochmal zur Wiederholung, der physikalische Reiz, das ist elektromagnetische Strahlung. Und elektromagnetische Strahlung, das habe ich Ihnen schon gesagt, das gibt es für alle möglichen Wellenlängen, von ganz, ganz energiereichen Gammastrahlen bis hin zu den Strahlungen, die für die Handykommunikation benutzt werden, aber nur in diesem ganz kleinen Bereich, da ist das sichtbare Licht, da ist der Bereich, für den unser visuelles System empfindlich ist. Was passiert jetzt mit dieser Strahlung, wenn die ins Auge gelangt? Und hier ist eigentlich alles schon aufgezeichnet. Hier haben wir wieder den optischen Apparat, die Hornhaut und die Linse. Und hier hinten sehen Sie jetzt, da ist diese ganz, ganz dünne Schicht, die Netzhaut. Und die ist hier vergrößert und dann sieht man, dass die wieder aus verschiedenen Bereichen besteht. Und diese Bereiche sind hier nochmal vergrößert und der Bereich hier, in dem sind die sogenannten Photorezeptoren. Ja? Das sind die wirklich
lichtempfindlichen Bereiche hier in den sogenannten Außensegmenten der Rezeptoren. Und dort wird Licht in elektrische Signale umgewandelt. Und die gelangen dann hier zu den sogenannten Bipolarzellen. Die heißen Bipolarzellen, weil die praktisch hier mit einem Pol an die Photorezeptoren andocken und mit dem anderen Pol an die retinalen Ganglienzellen. Und diese Ganglienzellen hier, das sind die ersten, die dann Aktionspotenziale generieren. Und diese Axone hier, die werden dann zum Thalamus geschickt. Das sieht man hier, also hier wieder die Photorezeptoren, die Bipolarzellen, hier die Ganglionzellen. Und die Ganglionzellen, die haben alle diese ganz feinen Axone und die werden dann gebündelt und verlassen das Auge. Das sieht man hier im Querschnitt nochmal ganz deutlich. Ja, hier, das ist der sogenannte Sehnerv, da verlassen die Axone der Ganglienzellen gebündelt das Auge. Und was man hier schon erkennen kann, ist, okay, also wenn hier das Licht kommt und hier die Photorezeptoren und die lichtempfindliche Schicht ist, ja, dann ist es eigentlich ein bisschen seltsam, weil die ist dann dem Licht abgewandt. Das Licht muss erst durch diese verschiedenen Schichten durch, bevor es hier umgewandelt werden kann. Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, ist aber bei fast allen Tieren so. Es gibt also ein paar Ausnahmen, zum Beispiel also beim Tintenfisch, da sind die Rezeptoren dem Licht zugewandt, aber ansonsten ist es immer anders. Und man kann über Gründe spekulieren. Ein Grund ist, weil hier bei den Rezeptoren dieses Pigmentepithel ist, das die Rezeptoren also mit Energie und Nahrstoffen versorgt und die brauchen relativ viel davon. Und das wäre anders, sonst wären die hier im Auge und dann würden wir vielleicht noch schlechter sehen. Wenn man hier genau hinsieht, dann sehen Sie auch noch, dass hier noch zwei andere Arten von Zellen gibt. Das sind hier die sogenannten Horizontalzellen und die Amakrinzellen. Die heißen Horizontalzellen, weil sie eben in der anderen Richtung, in der horizontalen Richtung, die Information verarbeiten. Und was die genau machen, das werden wir uns nächste Woche ansehen und anhören, wenn es über die Netzhautverarbeitung geht. Also es sind die sehen hier so ein bisschen aus wie so Halloween-Gespenster. Das passt. Also wie gesagt, die Photorezeptoren hier, die sitzen hier und in diesen Außensegmenten da sind praktisch lichtempfindliche Eiweiße eingeladen in einer ganz, ganz hohen Konzentration und dort wird dann das Licht tatsächlich in ein elektrisches Signal umgewandelt. Und das ist der Prozess der Phototransduktion. Der ist hier dargestellt und der ist wirklich faszinierend. Der ist faszinierend deshalb, weil das ein immenser Verstärkungsprozess ist. Das heißt, das System ist so konstruiert, um auf möglichst kleine Signale schon antworten zu können. Hier ist jetzt ein Ausschnitt von so einem Außensegment vergrößert. Dieser Bereich hier, das ist praktisch der Bereich, der innerhalb der Zelle dann ist. Und das Licht trifft dann auf so einen Eiweißkörper hier, das sogenannte Rhodopsin, das ist der Sehfarbstoff. Und wenn das Licht auf das Rhodopsin trifft, dann ändert das Rhodopsin seine Form. Also ein Teil des Rhodopsins, das sogenannte Retinal, ändert seine Form. Und ich habe ja schon gesagt, in der letzten Woche, immer wenn irgendwas sich tut bei uns im Nervensystem, dann liegt es daran, dass irgendwelche Türen auf und zu gemacht werden. Und hier ist es ganz genauso, bloß, dass hier ein Prozess vonstatten geht, wo hier erstmal das Rhodopsin seine Form ändert und es dann nach einer Kaskade dazu führt, dass hier Türen zugemacht werden. Also das ist nicht ein direkter Prozess. Also die Türen gehen hier nicht direkt und sofort auf, sondern hier wird erstmal
ändert das Rhodopsin seine Form und das führt dazu, dass hier ein weiteres Protein, das sogenannte Transducin, Moleküle von zyklischem GMP freisetzt. Also erstmal werden hier wieder andere Moleküle, eine Phosphodiesterase, das PDE, aktiviert, sodass jedes Transducin-Molekül hier praktisch 500 dieser PDE-Moleküle aktiviert. Und jedes von diesen 500 PDE-Molekülen setzt dann 2000 Moleküle von dem zyklischen GMP frei. Und die führen dann dazu, dass hier die Natriumkanäle sich schließen. Und normalerweise beim Aktionspotential, da werden die Natriumkanäle geöffnet und es führt zu einer Depolarisation. Hier gibt es aber noch keine Aktionspotenziale, sondern hier werden die Kanäle geschlossen. Und wenn man hier die elektrische Aktivität ableitet, dann sieht man, dass es zu einer Hyperpolarisation führt. Es ist aber jetzt erstmal egal, in welche Richtung das geht. Das Wichtige ist einfach nur, dass ein elektrisches Signal entsteht. Ja. Durch diesen kaskadischen Prozess, der hier von dem Licht ausgelöst wird. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, ja, ich erzähle Ihnen jetzt irgendwas, dass diese Phototransduktion ganz, ganz toll ist. Und Sie gehen dann nach Hause und jeder von Ihnen erzählt es 1000 Leuten, wie toll die Phototransduktion ist. Ja, meinetwegen, Sie twittern das und Sie posten das auf Ihrer Facebook-Seite. Das ist eine wahnsinnige Verstärkungswirkung. Ja, und dadurch erreicht man ganz, ganz, ganz viele Leute. Und genauso ist es beim Licht. Da wird eines dieser Rhodopsin Moleküle ändert die Form und dann wird es ver-500-facht und dann wird es noch mehr ver-2000-facht. Das heißt, es hat eine Auswirkung dann auf eben einer Million. Also der Verstärkungsfaktor ist eine Million. Das ist ganz enorm. Und das hört sich jetzt erstmal ganz, ganz toll an, ja, wie sowas, wenn sowas so wahnsinnig verstärkt wird. Aber es gibt dabei auch Probleme. Und die Probleme werden natürlich darin bestehen, dass nicht nur das Signal verstärkt wird, sondern auch alles Mögliche an Rauschen. Wenn ich jetzt mein Mikroverstärker hier da oben nochmal zwei Runden aufdrehen würde, dann wäre meine Stimme viel, viel lauter, aber gleichzeitig wird dann ganz viel Knacken und so reinkommen von irgendwelchen Störfaktoren, die man ansonsten nicht hört. Und dieser Verstärkungsfaktor von einer Million, den kann sich unser Sehsystem nur deshalb leisten, weil es praktisch nie vorkommt, dass so ein Rhodopsin-Molekül aktiviert wird, ohne dass ein Lichtreiz da ist. Also es kommt fast nie vor. Das heißt, das System ist frei von Rauschen und deswegen kann es so einen hohen Verstärkungsfaktor haben und deswegen ist unser Auge in Dunkelheit eben sehr, sehr lichtempfindlich. Wie kann man sowas jetzt zeigen, dass die Lichtempfindlichkeit sehr hoch ist? Ja? Und wie hoch ist sie denn? Und das hier, das ist eins der schönsten Experimente in der ganzen Sehforschung. Das wurde auch schon vor langer Zeit gemacht, 1942 an der Columbia-Universität, von drei Forschern namens Hecht, Schleer und Piren. Und was die gemacht haben, die wollten messen, wie viele Photonen brauche ich, damit man was sieht. Photonen, das ist praktisch das, woraus elektromagnetische Strahlung besteht. Man kann sich so eine Art Lichtteilchen vorstellen. Und was Hecht, Schleer und Piren gemacht haben, ist, die wollten wissen, wie viele Photonen brauche ich, damit eine Versuchsperson in 75% der Fälle richtig sagen kann, da war ein Reiz.
Jetzt, wie kann man das berechnen? Das lässt sich dadurch berechnen, dass man aus der Physik sehr, sehr gut weiß, wenn ich einen Strahlungsfluss habe, wenn ich praktisch einen Lichtreiz generiere, der monochromatisch ist, das heißt mit einer bestimmten Wellenlänge, und ich kenne die Energie, also ein Watt, dann kann ich leicht daraus berechnen, wie viele Photonen da praktisch fließen, wie viele ins Auge gelangen. Das sind, also sehen Sie hier, 10 hoch 15, das ist ganz, ganz viel. Und was Hechtschler und Pirenne jetzt gemacht haben, die haben alle möglichen Reize durchprobiert, um herauszufinden, welchen Reiz unser Sehsystem am besten sehen kann. Und am besten sehen heißt, in 75% der Fälle sehen kann, wenn der Reiz, sodass der Reiz möglichst wenige Photonen hat. Das heißt, sie haben jetzt irgendeine Wellenlänge genommen, eine bestimmte Dauer, meinetwegen eine Sekunde lang, eine bestimmte Größe, meinetwegen einen Sehgrad. Und dann haben sie berechnet, wie viele Photonen in dem Reiz drin sind. Wenn ich die Intensität, also diese Wattzahl hier, so lange reguliere, dass die Versuchsperson den in 75% der Fälle sieht. Und sie haben festgestellt, dass die Schwelle, dass das Sehsystem am effizientesten ist, nämlich dass man nur 45 Photonen braucht, wenn der Reiz eine Wellenlänge von 507 Nanometer hat, 100 Millisekunden lang ist, also wirklich ganz, ganz kurz, eine Zehntelsekunde, 10 Bogenminuten Sehwinkel, also auch winzig klein ist. Und wenn man den Reiz dann in 75% der Fälle sieht, dann entspricht es einem Fluss von 45 Photonen, die da ins Auge gelangen. Jetzt werden Sie sagen, ja, okay, 45, man kann sich da schlecht was drunter vorstellen. Ja. Aber was man weiß ist, also 45 ist mehr als 1. Also es wäre so im Extremfall, könnte es ja sein, dass unser Sehsystem praktisch ein einzelnes Photon schon detektieren kann. 45 sind mehr. Von den 45, die da ins Auge gelangen, da werden allerdings ungefähr 80% von den optischen Medien, also von der Hornhaut, von der Linse, reflektiert oder absorbiert, oder die fallen auch in die Zwischenräume zwischen den Rezeptoren. Oder, weil es jetzt hier ums Dunkelsehen geht, kann ja auch sein, dass die auf einen Zapfenfotorezeptor fallen. Also die Zapfen, die tragen zum in Dunkelheit praktisch nicht zur Wahrnehmung bei. Das heißt, man kann es ziemlich gut schätzen, dass da ungefähr nur 20% wirklich zu Photoisomerisationen führen. Also das heißt, zu diesen Ereignissen, wo dann diese Aktivierung von dem Rhodopsin um einen Faktor von einer Million verstärkt wird. 10 sind immer noch mehr als 1. Ja? Aber diese 10 Photonen, die fallen natürlich nicht auf einen einzelnen Stäbchenfotorezeptor, sondern die verteilen sich auf eine Fläche, die ungefähr 400 bis 500 Stäbchen entspricht. Das heißt, und dann kann man natürlich sich jetzt wieder ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 von diesen Photonen ein und dasselbe Stäbchen aktivieren. Das heißt, ich habe jetzt praktisch 45 Bälle, die lasse ich irgendwie da runterregnen auf irgendwie viele Eimer, und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 von den Bällen, wenn die eine bestimmte Fläche einnehmen, auf denselben von 400 oder 500 Eimern fallen. Ja? Und die kann man sich ausrechnen, die liegt unter 12%. Der Reiz wird aber in 75% der Fälle gesehen. Das heißt, daraus kann man schließen, dass dieses eine Photon, das einen Stäbchenfotorezeptor aktiviert, wirklich zu einer Änderung des elektrischen Signals führt, und dass, wenn 10 von diesen Rezeptoren in einer bestimmten Nachbarschaft aktiviert werden,
dass es dann wirklich zu einer sichtbaren Änderung führt, zu einer Wahrnehmung. Und diese Empfindlichkeit, das ist ganz klar, die könnte nicht besser sein. Also besser als ein Photon geht nicht. Man muss natürlich gleichzeitig sagen, also jetzt habe ich Ihnen gesagt, dass die Photorezeptoren so wahnsinnig empfindlich sind und es nicht besser ginge. Ja? Aber man muss natürlich im Auge behalten, dass bevor die Photone überhaupt auf die Rezeptoren treffen, schon 80% im Verschütt gehen. Ja? Das ist natürlich auch schon eine gewisse Verschwendung. Sie hatten eine Frage. Der Phototransduktionsprozess an sich, also wird von Schädigungen der Hornhaut nicht beeinflusst. Es gibt bestimmte Schädigungen, die spezifisch die Transduktion betreffen, aber es ist so, also jeder einzelne dieser Stufen kann irgendwo geschädigt sein. Ja? Der Phototransduktionsprozess oder die Hornhaut kann geschädigt sein oder die Ganglienzellen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber das geht dann in die Augenheilkunde. Okay, also die Empfindlichkeit des Sehsystems ist wahnsinnig hoch. Und die Rezeptoren, die Photorezeptoren, diese empfindlichen Rezeptoren, die kleiden die Netzhaut aus. Und wir haben gesehen, dass wenn ein Photon auf so einen Stäbchenrezeptor trifft, das sind die hier blau eingezeichnet sind, dann führt es zu einer messbaren Veränderung des Membranpotentials. Hier ist dargestellt, wie man sich dieses Auskleiden vorstellen muss. Das ist die Dichte dieser Photorezeptoren, zum einen der Zapfen, hier ist hier diese blaue Kurve, und der Stäbchen, das ist die graue Kurve, in Abhängigkeit von der Position auf der Netzhaut, von der Distanz zur Fovea. Und wenn wir uns jetzt, also in der Abbildung sind verschiedene Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Erstmal ist also hier schon klar, es gibt diese zwei Typen von Photorezeptoren. Da bin ich jetzt vorher nicht so drauf eingegangen. Bei der Folie, ja, es gibt Stäbchen, weil die so Stäbchenform haben, und Zapfen, weil da die Außensegmente so Zapfenform haben. Und die haben unterschiedliche Funktionen. Die Stäbchen, die sind ganz, ganz lichtempfindlich. Das sind diese Rezeptoren, die in dem Experiment von Hechtschler und Piren zum Tragen kamen. Die Zapfen, die sind weniger lichtempfindlich. Die sind hauptsächlich aktiv, wenn ganz, ganz viel Licht vorhanden ist, nämlich beim Tagessehen. Und da in unserer Umgebung meistens ziemlich viel Licht vorhanden ist, tragen die Zapfen wahrscheinlich am wichtigsten für unsere bewusste Wahrnehmung bei. In der Fovea, also diese Stelle des schärfsten Sehens, die so groß ist wie die ungefähr einen Sehwinkel von der Daumenbreite bei ausgestreckten Armen einnimmt, da sehen Sie hier, da ist hier alles rot. Das heißt, da gibt es nur Zapfenphotorezeptoren. Und da sind die Zapfenphotorezeptoren ganz, ganz dicht gedrängt. Die Dichte der Zapfenphotorezeptoren hier, die liegt so, also hier sind es ungefähr 140.000 pro Quadratmillimeter. Die Schätzungen gehen von 100 bis 200.000 pro Quadratmillimeter. Das heißt, hier sind die Zapfen ganz, ganz dicht gedrängt. Und die Dichte der Zapfenphotorezeptoren, die nimmt ganz, ganz schnell ab. Also hier, so bei 10 Grad peripher, da hat die dann schon einen sehr, sehr kleinen Wert. Aber hier oben sehen Sie, dass obwohl, also hier manchmal bei dieser Abbildung hat man den Eindruck, dass es hier null ist. Ja? Aber das kann natürlich nicht sein. Ja? Das sind ja immer noch so an die 1000 pro Quadratmillimeter.
Es kann nicht null sein, weil die Zapfenphotorezeptoren unserer Wahrnehmung beim Tagessehen unterliegen. Und wenn wir hier in diesen Bereichen des peripheren Gesichtsfelds keine Zapfen hätten, dann würden wir da unter Tageslichtbedingungen überhaupt nichts sehen. Und das ist natürlich nicht so. Ja. Man sieht hier trotzdem noch was, man sieht es nicht so scharf, aber es ist da. Und das liegt daran, dass wir da auch Zapfenphotorezeptoren haben. Also die Kurve hier ist nicht bei Null. Was aber ganz deutlich wird hier, dass in der Fovea keine Stäbchenphotorezeptoren sind. Und das heißt aber dann, dass bei Dunkelheit wir in der Fovea eigentlich blind sein müssen. Also wenn es relativ dunkel ist, Sie im dunklen Raum sich befinden, dann sollten Sie eigentlich da den Daumennagel gar nicht sehen. Ist es so? Ja. Und man kann sich das am besten veranschaulichen, wenn Sie nachts so einen relativ schwachen Stern am Himmel sehen und den dann fixieren, so wie Sie es tagsüber auch mit Objekten machen, wenn Sie da genauer wissen wollen, was da los ist, dann verschwindet der. Es geht am besten, wenn Sie ein Auge zumachen. Es ist faszinierend. Und das liegt einfach daran, dass in der Fovea keine Stäbchenphotorezeptoren sind. Wenn Sie ein natürliches, helleres Licht nehmen, dann sehen Sie das schon, wenn das Licht hell genug ist, um die Zapfen zu aktivieren. Aber die so Sterne am Himmel, da reicht die Helligkeit nicht aus. Es funktioniert auch mit diesen leicht fluoreszierenden Sternen, die in den Kinderzimmern oftmals an der Decke hängen. Ich habe das wenn man die Kinder ins Bett bringt und dann liegt und wartet, bis sie einschlafen, dann kann man da ganz lange experimentieren. Die verschwinden tatsächlich, obwohl die ziemlich groß sein können. Ne? Also das sollten Sie mal ausprobieren. Dann, also jetzt haben wir uns angesehen, in der Fovea gibt es nur Zapfenphotorezeptoren, keine Stäbchen. Die Dichte der Zapfenphotorezeptoren ist in der Fovea am höchsten und das führt dazu, dass tagsüber die Sehschärfe hier am höchsten ist und dann ziemlich schnell abnimmt. Was man hier aber auch sieht, ist, dass die Dichte der Stäbchen, die ist sehr, sehr hoch, fast überall. Und wenn jetzt die Sehschärfe nur von der Packungsdichte der Photorezeptoren abhängt, dann würde man erwarten, dass hier mit den Stäbchen man noch besser sehen sollte oder mindestens genauso gut. Aber wenn Sie sich nachts im Dunkeln mal umsehen, dann merken Sie sehr schnell, dass es nicht so ist. Ja? Und der Grund dafür ist, dass die Stäbchen anders verschaltet sind als die Zapfenphotorezeptoren. Da werden die Signale aufaddiert, um eine maximale Empfindlichkeit herzustellen und dadurch geht einiges an Sehschärfe verloren. Was Sie hier noch sehen können ist, dass hier an einem Punkt, da gibt es überhaupt keine Rezeptoren. Und das ist natürlich der Punkt, an dem hier der Sehnerv das Auge verlässt. Ja, da können keine Photorezeptoren sitzen, weil da die Axone verlaufen. Das heißt, hier gibt es jetzt einen Bereich, der ist gar nicht so klein, der ist ungefähr 4 Grad mal 6 Grad groß, an dem Sie sozusagen ein Loch haben, wo es keine Rezeptoren gibt. Und wenn Sie sich jetzt aber so umsehen, dann haben Sie natürlich nicht den Eindruck, dass hier irgendwo Löcher sind. Eins im linken und eins im rechten. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ein Grund dafür ist, dass Sie ja zwei Augen haben. Ja? Das heißt, wenn der Bereich im Gesichtsfeld, in dem der blinde Fleck im rechten Auge ist, da sitzen im linken Auge Rezeptoren und umgekehrt. Okay. Mach mal ein Auge zu. Trotzdem, irgendwie, also man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwo ein blinder Fleck ist. Und der Grund dafür ist,
dass diese Signale praktisch in unserem Gehirn interpoliert werden. Das führe ich Ihnen aber jetzt gleich noch vor. Ich will aber noch mal ganz kurz darauf eingehen, um Ihnen noch mal vor Augen zu halten, wie gut unser Sehsystem ist. Wenn man das jetzt vergleichen will, also mit einer Kamera, bei Kameras ist ja oft von Megapixeln die Rede, aber was unser Gesicht, was unser Sehsystem wirklich ausmacht, zum einen ist schon mal dieses enorme Gesichtsfeld, ja, vom 180 Grad oder sogar noch ein bisschen größer. Also die meisten normalen Kameras haben ungefähr einen Bereich, so 35 mm Kamera, hier so 40 mal 27 Grad. Der ist viel, viel kleiner. Dann, wenn ja, bei Kameras geht es ja meistens dann darum, wie viele Megapixel hat die Kamera. Ja? Und die Zahlen ändern sich ständig. Wenn man sich jetzt unser Auge ansieht, im Tagessehen, da sind ja nur die Zapfen aktiv. Wir haben in jedem Auge ungefähr 6 Millionen Zapfenfotorezeptoren. Das heißt, wir haben 2x6 Megapixel. Das hört sich jetzt nicht so gut an. Ja? Aber was unser Sehsystem eben auszeichnet, ist, dass diese 6 Millionen Fotorezeptoren eben nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern dass es eben einen Bereich gibt, in dem die ganz, ganz dicht gepackt sind. Und wenn man jetzt diese Fovea hier, und wenn man das in der Fovea sich ausrechnet, es gibt ungefähr 50.000 Zapfen in der Fovea. Die Fovea hat eine, entspricht ungefähr 2x2 Grad, also dieser Daumengröße. Dann kommt man da auf ungefähr 14 Megapixel. Und das hat man in jedem Auge. Das heißt also, man hat hier eine ganz, ganz hohe optische Qualität und Auflösung in einem kleinen Bereich, aber gleichzeitig einfach ein riesiges Gesichtsfeld. Und es ist ganz klar, wenn man die gleiche Dichte von Rezeptoren im ganzen Gesichtsfeld hätte, dann wäre der optische Nerv auch, würde wahrscheinlich das halbe Auge einnehmen. Das heißt, unser Auge schafft das Beste aus zwei Welten, also ein riesiges Gesichtsfeld und eine enorme Sehschärfe. Und wir werden dann sehen, dass auch in andere Beziehung maximal flexibel ist, nämlich in Bezug auf Akkommodation, das haben wir schon gesehen, und in Bezug auf die Helligkeit, auf die Lichtbedingungen. Also wir können sehr gut sehen, wenn es ganz, ganz hell ist, und wir können noch immer noch einigermaßen sehen, wenn es ziemlich dunkel ist. Okay, aber jetzt komme ich nochmal zurück auf den blinden Fleck und will Ihnen das nur mal kurz illustrieren. Was Sie jetzt hier machen sollten, ist das rechte Auge zumachen und dann langsam hier die Zahlen von links nach rechts sich ansehen. Und bei irgendeiner von diesen Zahlen sollte dieser schwarze Punkt hier verschwinden. Und wenn es nicht so gut funktioniert, dann, wenn Sie den Kopf ganz leicht nach rechts neigen, dann geht es besser. Hat jeder den blinden Fleck gefunden? Das heißt also, es ist wirklich so, dass es hier einen Bereich gibt, der relativ groß ist, in dem eigentlich kein Signal von der Umwelt in Ihr Gehirn gelangt. Und normalerweise merken Sie das nicht, weil einfach das Gehirn diesen Bereich vervollständigt. Und das kann ich Ihnen noch mal zeigen. Jetzt, wenn Sie noch mal den schwarzen Punkt verschwinden lassen, dann zeige ich Ihnen einen anderen Reiz, der genau da drüber fällt. Ein Reiz mit diesen Speichen. Und wenn hier
jetzt dieser mittlere Bereich in den blinden Fleck fällt, dann sieht es nicht so aus, als ob da eben dieser schwarze große Punkt ist, sondern als ob die Speichen praktisch durchgezogen sind. Das heißt, ihr Gehirn, ihr Sehsystem vervollständigt diesen Reiz. Das geht auch, es geht auch richtig schön mit den Fingern, ja. Also wenn Sie den blinden Fleck gefunden haben, dann können Sie den Finger drüber legen. Das ist ganz faszinierend, weil am Anfang, wenn man den Finger in den blinden Fleck rein bewegt, dann sieht es so aus, als ob die Fingerspitzen verschwinden. Und wenn die Fingerspitzen aber dann auf der anderen Seite wieder rauskommen, dann sind die wieder ganz da. Aber das können Sie alles zu Hause im Detail ausprobieren. Aber unser visueller Kortex, der sorgt praktisch dafür, dass diese Bereiche sozusagen überbrückt werden. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, in denen Sie nichts sehen, zum Beispiel da, wo Blutgefäße im Auge sind. Ja, da fällt auch ein Schatten sozusagen auf die Netzhaut. Den können Sie auch nicht sehen. Ja, das wird alles praktisch vom Sehsystem ausgeglichen. Okay, jetzt haben wir schon gesehen, also wir können gut nah und fern sehen. Wir haben ein großes Gesichtsfeld und eine hohe Sehschärfe. Und als nächstes will ich Ihnen zeigen, dass wir einfach auch über einen riesigen Bereich von Lichtintensitäten empfindlich sind. Und das ist ungefähr ein Faktor von 1 Milliarde hier. Also am hellsten ist es wirklich, wenn praktisch die Sonne scheint und überall Schnee liegt, wo das Licht dann auch reflektiert. Unter den Bedingungen können wir einigermaßen sehen. Bei mittleren Tageslichtintensitäten können wir sowieso sehr, sehr gut sehen. Aber wir können praktisch bis hin zu einer mondklaren Nacht noch was sehen. Und das hier ist also, wie gesagt, ein Faktor von ungefähr 1 Milliarde. Und die Frage ist, wie unser Sehsystem sowas schaffen kann. Und es gibt verschiedene Faktoren, aber ein Faktor ist einfach, sind diese zwei verschiedenen Arten von Photorezeptoren. Also unter Tageslichtbedingungen, da sind die Zapfenrezeptoren aktiv. Und wenn es dunkel wird, da werden die Stäbchen aktiv. Und die Stäbchen sind sehr, sehr lichtempfindlich. Dadurch kann man mit denen eben noch was sehen, wenn es dunkel ist. Und wenn es dann immer heller wird, dann werden die sozusagen gesättigt. Die liefern dann eigentlich überhaupt kein Signal mehr und dann übernehmen die Zapfenrezeptoren. Und die sorgen durch die Verschaltung, die wir uns jetzt dann noch ansehen, dass man eben dann in Helligkeit eine maximale Sehschärfe hat. Also die Zapfen, die gehen relativ verschwenderisch mit Licht um. Die kümmern sich da nicht so darum, sondern die gucken einfach nur auf das Ergebnis, dass das Ergebnis eine maximal hohe Sehschärfe ist. Und Licht ist ja genügend da. Bei den Stäbchen ist es genau anders, da ist ganz wenig Licht da, da wird möglichst kein Photon verschwendet. Man kann sich früher bei den Kameras, wo man noch einen Film einlegen musste, da gab es Film, der war unterschiedlich empfindlich. Ja, und so kann man sich das mit den Zapfen und Stäbchen auch vorstellen. Aber ich glaube, diese Beispiele, die sind überholt. Was natürlich auch noch klar ist, hier, also von den Zapfenfotorezeptoren, da gibt es 3 verschiedene Typen, die werden auch als Rot-, Grün- und Blauzapfen bezeichnet. Und aus der Erregung dieser 3 verschiedenen Typen von Rezeptoren lässt sich erschließen, welche Farbe Objekte haben, wenn man es ganz salopp sagt. Da gehen wir in der Vorlesung über Farbenwahrnehmung viel genauer ein. Bei den Stäbchen, da gibt es nur eine Sorte. Und darum kann man mit den Stäbchen
keine Farben sehen. Das heißt, wenn es dann dunkel wird und die Stäbchen immer mehr aktiv werden, dann kann man auch keine Farben mehr erkennen. Darum heißt es wahrscheinlich auch, nachts sind alle Katzen grau. Was hier noch klar ist, ist, also dieser Übergang, der ist nicht abrupt. Ja? Also es ist nicht so, dass Sie jetzt in einen dunklen Raum gehen und dann schalten Sie die Stäbchen ein, sondern der Wechsel geht relativ langsam vonstatten und es gibt einfach auch einen großen Bereich, in dem beide dieser Photorezeptoren aktiv sind. Und es muss auch klar sein, dass in unterschiedlichen Bereichen der Netzhaut auch diese unterschiedlichen Photorezeptoren aktiviert sein können. Ja, wenn Sie nachts mit dem Auto fahren, dann haben Sie vor sich den Scheinwerferkegel. Da ist es hell genug, da werden die Zapfen aktiviert, da können Sie noch Farben erkennen. In der Peripherie, da wo es unbeleuchtet ist, da nehmen Sie die Welt dann hauptsächlich mit den Stäbchen wahr. Wenn aber dann in der Peripherie irgendwo eine Ampel ist mit einer sehr, sehr hohen Lichtintensität, dann werden da natürlich die Zapfen auch wieder aktiviert. Diese Umstellung, die dauert eine Zeit und diese Zeit kann man ganz genau messen natürlich. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass der Erste, der diese Messungen wirklich ganz exakt gemacht hat, es war ein Herr namens Kohlrausch, 1922 in Berlin. Und der hat sich ein Experiment ausgedacht, wurde der Proband fixiert und dann wird ein ganz, ganz schwaches Testlicht dargeboten. Und zwar so, dass man es gerade eben noch sieht. Und dann wird gemessen, wie intensiv muss dieses Testlicht sein, damit man es eben gerade eben noch sieht. Und der Proband kommt aus dem hellen Raum in den dunklen Raum rein. Und ganz am Anfang, da muss dieses Licht ziemlich intensiv sein, damit man es sieht. Das ist hier aufgetragen mit niedriger Empfindlichkeit. Ja. Der Punkt ist relativ hoch. Wenn der Proband dann so 2 Minuten in dem dunklen Raum gesessen ist, dann muss das Licht nicht mehr so intensiv sein. Das heißt, da steigt die Empfindlichkeit. Also diese Schwellen gehen hier dann hier runter. Man sieht es besser. Und das so, die Verbesserung wird dann langsam immer kleiner und so zwischen 2 und 8 Minuten, da ist dieser Bereich fast konstant. Ups. Da tut sich hier nicht mehr viel. Und eigentlich könnte man sich denken, ja, jetzt sind 5 Minuten um, jetzt habe ich genug gemessen, jetzt kann ich nach Hause gehen. Aber der Kohlrausch hat dann weiter gemessen. Und dann hat er festgestellt, dass so nach 8 Minuten auf einmal die Empfindlichkeit noch mehr zunimmt, ja, und die Probanden so noch viel, viel schwächere Lichter sehen können. Und es geht ungefähr so eine halbe Stunde weiter, bis dann wirklich die niedrigste Empfindlichkeit erreicht wird. Und also diese Kurve ist so ein bisschen seltsam, ja, mit diesem Knick hier, der dann auch nach dem Herrn Kohlrausch benannt wurde als Kohlrausch-Knick. Und man hatte dann versucht herauszufinden, woran das liegen kann. Und wenn man das Experiment jetzt ein bisschen abändert, wir wissen ja, dass in der Fovea zum Beispiel keine Stäbchen-Fotorezeptoren gibt und den Lichtreiz den Schwachen in der Fovea darbietet, dann ändert sich die Kurve, dann hat die den Knick nicht mehr, sondern die geht dann hier weiter und die Empfindlichkeit wird nicht mehr besser. Das heißt, der Bereich der Kurve, der ist auf die Zapfen zurückzuführen und hier ab dem Bereich, da werden die Stäbchen empfindlicher und die übernehmen dann. Ja, dadurch kommt dieser Knick zustande. Und jetzt ist natürlich klar, dass man sich denken könnte, dass wenn man jetzt nur die Stäbchen messen könnte, ja, dass die Kurve dann so aussehen sollte. Aber es ist nicht so ganz einfach, nur die Stäbchen zu messen, weil überall, wo es Stäbchen gibt, auch Zapfenfotorezeptoren sind. Und man konnte aber dann nach langer Zeit doch diesen Teil der Kurve auch messen, und zwar dadurch, dass es Probanden gibt, die haben nur Stäbchen. Also es ist ein genetischer Defekt im Sehsystem, der Gott sei Dank nicht besonders häufig ist, ungefähr 1 in 30.000. Und es
Das sind die sogenannten Stäbchen-Monochromaten. Und es gibt einen, der in Forscherkreisen ganz, ganz bekannt ist. So ein Stäbchen-Monochromaten, der ist Knut Nordbien, war ein Norweger. Und der hat nicht nur diese Stäbchen-Monochromasie gehabt, sondern der hat auch Psychologie studiert und hat sich für das Sehsystem interessiert und hat sich dann immer mehr auch für die Stäbchensehen interessiert. Und mit Hilfe von dem Knut Norbe wurde dann das Stäbchensehen auch wirklich sehr, sehr gut erforscht, und mit dem konnte man dann auch diese Kurve hier ganz gut messen. Diese Stäbchenmonochromasie hat natürlich noch andere Konsequenzen, ja? Weil man hat eine sehr, sehr schlechte Sehschärfe, man ist sehr, sehr lichtempfindlich. Der Knut Norbe, der musste immer eine ganz dunkle Sonnenbrille tragen, und er konnte auch die Objekte nicht fixieren, so ganz normal, weil einfach in der Fovea dann keine Rezeptoren waren, sondern der hat immer so mit dem Auge hin und her gezittert. Nystagmus nennt sich das. Und also das ist die Dunkeladaptationskurve, und die verschiedenen Faktoren, die dazu beitragen, sind jetzt natürlich die verschiedenen Photorezeptoren, aber wenn dann nur die Stäbchen oder nur die Zapfen aktiv sind, dann werden die empfindlicher, weil einfach Photopigment regeneriert wird. Die Pupillengröße kann sich ändern, so ungefähr ein Faktor von 10 bis 100. Und am wichtigsten ist sicherlich auch eine gewisse neuronale Verstärkung. Diese unterschiedliche Empfindlichkeit von Zapfen und Stäbchen, die betrifft auch die verschiedenen Wellenlängen. Also die spektrale Empfindlichkeit ist unterschiedlich. Wenn man Detektionsexperimente mit schwachen Lichtern macht, dann findet man, dass beim Tagessehen die Empfindlichkeitskurve ungefähr so aussieht. Ja, das ist die Maximum hier ungefähr in diesem Gelbbereich, 550 Nanometer, während bei Dunkelheit hier in den kurzwelligen Bereich verschoben ist und dann hier eher in dem blau-grünen Bereich liegt. Und das hat die Konsequenz, dass wenn zum Beispiel unter Tageslichtbedingungen zwei Lichter ungefähr gleich hell aussehen, hier meinetwegen am Parkplatz ein rotes und ein blaues Auto, hier ungefähr auf Punkten gleicher Empfindlichkeit der Zapfenrezeptoren, wenn Sie dann nachts bei schwacher Beleuchtung auf den Parkplatz gehen, dann aktiviert die kurzen Wellenlängen die Stäbchen viel, viel stärker als hier die langen Wellenlängen. Drum erscheinen dann blaue Objekte deutlich heller bei Dunkelheit. Das wird auch als Purkinje-Shift bezeichnet. Das heißt, wir haben praktisch zwei Sehsysteme. Ein photopisches und ein skotopisches. Das photopische Sehsystem, dem unterliegen die Zapfenphotorezeptoren. Von denen gibt es drei verschiedene, rot, grün, blau. Und das heißt, wir können mit den Zapfen auch Farben sehen. Die Empfindlichkeit der Zapfenrezeptoren ist sehr, sehr niedrig, aber das spielt keine Rolle, weil bei Tageslichtbedingungen einfach ganz, ganz viel Licht vorhanden ist. Die sind konzentriert in der Fovea, aber die gibt es natürlich auch außerhalb der Fovea. Ja, wir können auch außerhalb der Fovea was sehen bei Tageslicht. Und das führt dazu, dass die Sehschärfe in der Fovea sehr hoch ist und außerhalb schlechter. Das skotopische Sehen, dafür sind die Stäbchenrezeptoren zuständig. Da gibt es nur eine Sorte, mit dem Photopigment Rhodopsin. Die haben eine sehr, sehr hohe Empfindlichkeit und sind deshalb vor allen Dingen im Dunkeln bei Nacht nützlich. Das gibt es aber nur außerhalb der Fovea, das heißt, deswegen haben wir in der Fovea bei Dunkelheit ein Skotom, das heißt, da können wir nichts sehen. Und die Sehschärfe ist durchgängig niedrig. Das ist hier illustriert. Hier ist nochmal die Kurve abgetragen mit der Dichte der Photorezeptoren, in blau die Zapfen. Und wenn man die Sehschärfe aufträgt unter Tageslichtbedingungen, dann findet man, dass die der Dichte der Zapfenphotorezeptoren einigermaßen folgt. Ja, hier in der Fovea sehr hoch und dann nimmt die schnell ab. Die Sehschärfe im Dunkeln, die ist relativ schlecht
und eigentlich auch relativ konstant über das ganze Gesichtsfeld hinweg, so wie die Verteilung der Stäbchen-Photorezeptoren. Wie kommen Sie jetzt zu dieser hohen Sehschärfe für die Zapfen und der schlechten Sehschärfe für die Stäbchen, obwohl die Stäbchen eigentlich auch reichlich vorhanden sind und ganz, ganz dicht gepackt sind? Die Antwort ist, dass die Verschaltung der Stäbchen anders ist. Und zwar sind die Stäbchen so verschaltet, dass viele Stäbchen ihre Signale auf ein und dieselbe Bipolarzelle und dann auch Ganglienzelle liefern. Das heißt, wenn wir jetzt einen Lichtreiz haben, der alle Stäbchen sehr, sehr schwach aktiviert, dann wird durch diese Summation dann doch eine Antwort erzielt. Und bei den Zapfen ist es eben so, dass da über weite Bereiche hinweg jeder Zapfe praktisch seine eigene Ganglienzelle hat, seine eigene Bipolarzelle und dann wieder Ganglienzelle. Das heißt, da verpuffen diese ganzen schwachen Antworten. Und hier, also mit dieser Summation, da lassen sich auch noch sehr, sehr schwache Reize detektieren. Das hat natürlich aber auch, das ist natürlich ein großer Vorteil im Dunkeln, aber es verschlechtert die Sehschärfe. Wenn man jetzt hier bei den Stäbchen zwei Lichtreize hat, die nebeneinander sind, ja, dann werden die hier summiert und wenn zwischen den beiden Lichtreizen eine Lücke ist, dann wird es auch alles aufsummiert und es macht keinen Unterschied. Das heißt, für die Stäbchen ist einfach durch diese Summation die Sehschärfe sehr schlecht oder zumindest schlechter, als wie es bei den Zapfen ist, wo man hier eben durch diese 1:1 Verschaltung, die zumindest im zentralen Gesichtsfeld gilt, diese Reize unterscheiden kann. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen an, wie Sehschärfe eigentlich definiert ist. Und also wir haben schon gesehen, dass die Sehschärfe im Gesichtsfeld sehr schnell abnimmt. Und hier diese Folie illustriert einfach, wie die Größe von Objekten oder von den Buchstaben hier jetzt sich ändern muss, damit die überall gleich sichtbar sind. Ja, wenn Sie hier in der Mitte den Punkt fixieren, dann sollten eigentlich alle, die Auflösung ist ein bisschen schlecht, dann sollten eigentlich alle Buchstaben gleich sichtbar sein. Und man sieht dann sehr einfach, dass die peripher dargebotenen Buchstaben riesengroß sein müssen, damit man die überhaupt noch erkennen kann. Die Sehschärfe, wenn Sie beim Augenarzt sind, dann wird die gemessen, zum Beispiel mit solchen Prüftafeln, die aus Buchstaben besteht, die an bestimmten Stellen im Lücken haben und der Sehwinkel dieser Lücke, der kennzeichnet praktisch die Sehschärfe, das bezeichnet man als Visus. Und wenn man Experimente hier durchführt, dann findet man in der Regel, dass der Sehwinkel dieser kleinsten erkennbaren Lücke unter optimalen Bedingungen ungefähr eine Winkelminute ist. Also ich habe schon gesagt, 2 Grad sind ungefähr der Daumen. Und wenn Sie sich dann eine Winkelminute, das ist schon ziemlich klein dann. Aber das ist unter optimalen Bedingungen. Und der Abstand der Photorezeptoren in der Fovea, der ist ungefähr eine halbe Winkelminute, 30 Winkelsekunden. Das heißt, Sie können hier diese Zeichen unter optimalen Bedingungen lesen, wenn genau ein Photorezeptor hier in die Lücke noch reinpasst. Das heißt, dann kann man diese Lücke noch erkennen. Bei den Landoldringen ist es genauso. Der Sehwinkel der kleinsten Öffnung, den man mit normaler Sehschärfe erkennen kann, ist unter optimalen Bedingungen ungefähr eine Winkelminute. Man kann die Sehschärfe auch mit solchen Gittern messen. Und da findet man, dass die kleinste Periode hier auch ungefähr eine Winkelminute ist.
Das heißt, für all diese Messungen hängt die Sehschärfe von dem Abstand der Fotorezeptoren ab. Es muss praktisch immer ein Rezeptor in diese Lücke reinfallen. Man kann sich das ganz gut illustrieren. Das ist hier so eine schematische Darstellung, wie man sich das vorstellen kann. Die Fovea, wo die Zapfenfotorezeptoren hier ganz, ganz eng gepackt sind. Und wenn man da dann so ein Gitter drüber legt, dann kann man eben das Gitter noch erkennen, wenn hier genügend Rezeptoren zwischen diese dunklen Bereiche fallen. Ja, und wenn ich die dann schmäler mache, dann fallen weniger Rezeptoren drauf. Und hier ist es gerade noch so, dass in der Regel so ein Rezeptor dazwischen ist, aber wenn es dann zu dünn wird, dann kann man die Orientierung von dem Gitter nicht mehr erkennen. Das heißt also, all diese Messungen der Sehschärfe bei Normalsichtigen, die liefern im Prinzip ziemlich das gleiche Ergebnis. Die Sehschärfe hängt von der Dichte, ist begrenzt durch die Dichte der Fotorezeptoren. Es muss immer noch so ein Rezeptor reinpassen. Jetzt gab es aber vor 30, 40 Jahren Experimente, die gezeigt haben, dass unter bestimmten Bedingungen für bestimmte Reize die Sehschärfe noch viel höher sein kann. Und das ist die sogenannte Nonius-Sehschärfe. Und was da gemessen, da ist die Messung ein bisschen anders. Da hat man keine Lücke, sondern hat man zwei Linien, die ganz leicht versetzt sind. Und man könnte sich jetzt auch überlegen, dass man eben diesen Versatz erkennt, wenn der ungefähr ein Fotorezeptor groß ist, ja? So eine halbe Winkelminute. Aber stattdessen ist unser Sehsystem viel, viel besser, diesen Versatz zu erkennen. Und es reichen einige Winkelsekunden. Das heißt, man ist wahnsinnig empfindlich. Diese Nonius-Sehschärfe wird auch bei bestimmten Sachen eben dann benutzt. Zum Beispiel das ist jetzt noch veraltetere Technologie, ein Rechenschieber. Wer von Ihnen hat schon mal einen Rechenschieber in der Hand gehalten? Wow, bin beeindruckt. Da muss man auch die Linien ausrichten. Ja? Und für dieses Linienausrichten ist man extrem empfindlich. Und das liegt aber daran, das konnte man dann zeigen, dass eben nicht ein Phänomen war, das wurde lange als Überauflösung bezeichnet, weil die Auflösung eben höher war als wie der Abstand der Fotorezeptoren. Sondern was hier unser Sehsystem macht, ist, dass im visuellen Kortex praktisch die Orientierung dieses leichten Versatzes berechnet wird und die kann sehr, sehr genau festgestellt werden. Es hat praktisch mit den Fotorezeptoren relativ wenig zu tun, sondern es wird durch die kortikale Verarbeitung erklärt. Zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen, dass unser Auge optimal auf wechselnde Bedingungen abgestimmt ist. Ja? Wir können Objekte mit unterschiedlicher Entfernung fokussieren. Wir können unser Sehsystem an Beleuchtungsbedingungen über riesige Bereiche, einen Faktor von 1 Milliarde, anpassen. Das Konzept der Fovea ermöglicht eine ganz, ganz hohe Sehschärfe, ohne dass das Gesichtsfeld beschränkt wird. Und zwei Systeme erlauben gleichzeitig eine optimale Lichtempfindlichkeit und eine optimale Sehschärfe. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.